Zuschauer ist natürlich, scheiß Kanalbetreiber, der macht ja nie was, ne? Ja, wie gesagt, aus meiner Sicht ist es eher so, ach komm, die Zuschauer können echt mal ein bisschen hier liken und Kommentar schreiben. Ich meine, da stirbt ja keiner dran, ne? Ich meine, ganz ehrlich, wenn man jetzt echt die Videos mag. Ich meine, auf SAMP hatte ich jedes Video ungefähr 20 Aufrufe. Ich weiß jetzt nicht die Watchtime, aber ich denke mal, das kommt hin, damit die Videos aktiv geguckt wurden. Und ich habe trotzdem keine neuen Kanäle bekommen. Und keine Likes, außer halt ein, zwei Standard-Likes, die ich immer habe. Auf SMP. Und ich meine, das braucht ja auch nicht viel Zeit. Ich meine, wenn man Videos gern guckt, dann warum unterstützt man dann nicht den Treiber? So, ja, ist jetzt eigentlich aber auch eine Situation, wo ich jetzt eigentlich nichts dagegen sagen kann, weil ich auch einer von den Typen bin, die nie liken und nie Kommentare schreiben. Also, ich weiß selber nicht warum. Denkt man halt einfach nicht dran, ne? Sag mal, was ich sag's mal so, es ist, ob guter und regelmäßiger Content kommt, ist von beiden Seiten abhängig. Ich meine, wenn man aktive Zuschauer hat, ich meine, ich will gar nicht so viele Zuschauer, ich möchte aktive Zuschauer. Wir würden auf jedem Video 20 Views reichen, dafür auch, was weiß ich, 5 Kommentare und ein paar Likes. Das würde passen und ich brauche nicht 5 Milliarden, 1000 Views, ne? Das, ne? Braucht man ja eigentlich gar nicht. Ich meine, eigentlich ist es ja das Ziel, von jedem YouTuber eigentlich, eine aktive Community zu bekommen. Und, naja, das kommt meistens dann erst mit den tausenden Abonnenten, eine aktive Community. Deswegen ist das so im Prinzip das Gleiche, das Ziel, viele Abonnenten und das Ziel, eine gute Community zu haben. Natürlich kann auch eine Community scheiße sein, wenn man viele Abonnenten hat. Also, ne? Es gibt bestimmt auch YouTuber mit vielen Abonnenten, die trotzdem kaum Kommentare bekommen und so. Na, ich glaube, ich verwickel mich da in was, wo ich mich irgendwann nicht mehr rausreden kann, weil ich irgendwann was Falsches sag. Weil ich versuche, meiner Meinung nach, irgendwie indirekt die Schuld auf die Zuschauer zu schieben, aber versuche auch nicht den, ja, Betreiber, in dem Fall mich, in Schutz zu nehmen. Auch nicht, ne? Ich weiß nicht, ich kann das halt nicht, wie heißt's, soll das Wort nicht an, das gibt's nicht. Man kann das halt nicht für alles sagen, ne? Das ist immer unterschiedlich. Also bei mir ist es so, ich habe definitiv Motivation, Lust, Videos zu machen. Wie gesagt, es ist halt das, jetzt Call of Duty und so. Ich habe halt keine Views, ne? Und ich denke, wenn das jetzt so mit hier Space Engineers und so weiter geht, ich meine, klar, das, was ich jetzt vorher ausgenommen habe, werde ich wahrscheinlich hochladen. Obwohl, es ist auch noch nicht gesagt, dass ich das auf jeden Fall hochlade, weil, naja, wenn ich keine Views habe, dann mache ich mir auch nicht die Arbeit zu rendern und, ja, finde ich toll, die Arbeit zu rendern und so. Ich meine, oft steckt da viel mehr Arbeit dahinter, als man eigentlich denkt, als die Zuschauer dann wirklich sehen. Ich meine, man muss sagen, als Let's Player hat man einfach die wenigste Arbeit. Ich meine, klar, es gibt welche, die stecken da echt viel Arbeit rein und so, aber als Player hat man allgemein von den ganzen YouTube-Leuten, Sekunde kurz, ich muss kurz ordentlich hinhocken, am wenigsten Arbeit. Weil, naja, die Leute, die, es gibt ja alles Mögliche auf YouTube, so Kurzfilme drin und so, die haben natürlich immer viel mehr Arbeit mit einem Video. Aber es gibt natürlich auch Let's Player, die sich da richtig ins Zeug legen und dann auch das Video schön schneiden und so, aber ist halt beides verschiedene Sachen, ne? Ist nicht miteinander vergleichbar. Dafür kommen beide meist auch Let's Player auf mehrere Videos täglich, ne? Das ist eben nicht vergleichbar. Wie bin ich jetzt eigentlich auf das Thema gekommen? Das ist unterschiedlich. Ach ja, genau. Die Zuschauer wissen meistens gar nicht, was da für eine Arbeit dahinter steckt. Und man möchte die Arbeit halt nicht machen, wenn's komplett umsonst ist. Ich meine, mit komplett umsonst meine ich jetzt nicht Geld oder so. Also, wenn's niemand guckt, meine ich. Ne? Ich meine, klar, es sagen so viele YouTuber, ja, YouTube ist ein Hobby und so, aber ich denke, im Grunde macht man YouTube dann einfach, weil es einen, ja, also ich denke mal, es gibt zwei Hauptmotivationsgründe. Erstens natürlich, weil es Spaß macht und zweitens, weil man Feedback bekommt und weil es den Leuten gefällt. Ich meine, wenn es keine Leute gucken würden, ich glaube, dann gibt es keine YouTube-Videos, ne? Ist logisch, dann würde das keiner machen, auch wenn immer viele sagen, ja, das ist ein Hobby, das macht Spaß, ich mache einfach gerne Videos.
Dann wird's einfach, keiner machen, ne? Ich denke, das ist nachvollziehbar. Sonst, ne? Ich meine, viele sagen immer, ja, ohne das Geld machen, das ist ja nochmal ein Riesenunterschied als, ohne die Leute, die die Videos gucken, ne? Das ist ja, wo ist denn jetzt der Eingang? Ach, da hinten. Ja, und das ist ja auch voll schwer, nichts Falsches zu sagen, weil ich versuche, wie schon gesagt, ich versuche beide Fraktionen gleichermaßen zu beschuldigen, aber dann fällt mir nichts ein, dazu zu beschuldigen an in Aktivität von, ja, in dem Fall eigentlich von mir, muss man sagen. So, was ist denn jetzt das Schiff? Da unten. Also, ich hoffe mal, ihr könnt das nachvollziehen. Ihr könnt auch gerne auch eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ja, weil ich möchte mich da jetzt nicht noch weiter was sagen, was behaupten und dann einfach sagen, ja, mir fällt gar nicht ein, warum das so ist, ne? Also mal jetzt zu den Geld. Es gibt so viele YouTuber, also viele große YouTuber, ich meine, bei Leuten wie mir. Ne, ich bekomme durch YouTube jetzt kein Geld, also ich monetarisiere die Videos und so, aber das ist so wenig, also da kannst nichts von machen. Ne? Aber jetzt halt bei den großen Videos, großen YouTuber, ich meine, die verdienen ja echt viel damit, ne? Und die sagen auch immer alle, ja, es geht ja nicht ums Geld, es geht darum, was mir Spaß macht. Und ich glaube, es ist eher diese Freude am Feedback als der pure Spaß am Videos machen. Kommt mir jedenfalls so vor. Also jetzt von meinen eigenen Erfahrungen. Weil, na, wie gesagt, inaktive Community und es kommen keine Videos mehr bei mir. Allerdings muss man auch sagen, dass das bei mir so ziemlich geteilt ist. Also, mir zum Beispiel macht es mir wieder richtig Bock, Videos zu machen. Einfach mal, ja, einfach mal irgendwas zu sagen. Auch wenn mir gerne mehr einfallen würde. Und naja. Und dieses, wie kann man das nennen? Ja, eben dieser Spaß daran. Der ist eben, muss man sagen, jetzt von mir. Ich kann jetzt nur von mir reden, okay? Damit es klar ist. Bei mir nicht von Dauer. Also es war schon immer so, dass ich dann wieder Bock hatte, aktiv war und dann kam einfach nichts von der Community. Ich habe keine Aufrufe, keine Likes, keine Comments, nix. Überhaupt kein Feedback und dann habe ich es eben auch wieder gelassen, weil es ist eben das, eben die Freude daran, dass man, dass den Leuten das gefällt, was man macht. Ne? Ich denke mal, jeder, der selber mal YouTube-Videos gemacht hat oder YouTube-Videos macht, wird mich verstehen. Die keine YouTube-Videos machen, vielleicht nicht. Aber ich denke, ich habe mich auch ziemlich kompliziertes ausgedrückt. Also, das kann man bestimmt einfacher sagen, aber fällt mir jetzt nichts dazu ein. So, das wäre mal das Thema. Und, ich muss mal kurz was machen, Sekunde. So, ich musste nur kurz mein Fenster zumachen, weil es langsam ein bisschen kalt hier drin geworden ist. Ja, das ist ja auch Wetter für den August, ne? Das muss man sagen. Ich meine, mir gefällt's. Ich bin überhaupt kein Fan von dem warmen Wetter. Das kann ich überhaupt nicht ab. Aber es ist einfach kein typisches Wetter für die Jahreszeit, muss man sagen. Passt einfach nicht. Da regen sich immer alle auf wegen Klimaerwärmung und dann hat es plötzlich 9 Grad oder 10 Grad im August. Nachts. Ach, scheiße. Hatte ich jetzt nicht drauf geachtet, dass ich schon wieder voll bin. So, wo was könnte ich denn noch reden? Das Thema lasse ich jetzt hier mal. Ihr könnt gern Kommentare dazu schreiben, was ihr davon haltet. Oder